Yo Leute, ich will euch jetzt im zweiten Commentary auf diesem Kanal begrüßen, und zwar geht es heute um das Thema Hater. Ja, bevor ich beginne, will ich noch sagen, dass ich ein neues Mikro habe, und zwar das Blue Yeti, aber mehr dazu seht ihr noch in den nächsten Videos. Und ganz wichtig, bitte schreibt mir Themen für Commentaries in die Kommentare, denn mir fallen gerade nicht wirklich Themen ein und ich brauche Themen, also schreibt mir in die Kommentare, was euch interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, dann beginne ich gleich mal, und zwar fangen wir mit der Frage an, was ist ein Hater? Meiner Meinung nach ist ein Hater eine Person, deren Ziel es ist, euren Kanal zu zerstören, euch dazu zu bringen, euren Kanal zu löschen. Ich glaube, das ist das Ziel eines jeden Haters. Er will euch so lange zur Verzweiflung bringen, bis ihr euren Kanal löscht. Und wie bestimmte Hater das machen, das ist klar, entweder sie disliken das Video, so wie es jemand bei uns macht. Und zwar, das sieht bei uns sehr scheiße aus, denn wenn man um die 6 bis 10 Likes hat und immer ein Dislike hat, dann sieht das extrem schlecht aus. Und ja, das finde ich auch traurig, dass wir einen Hater haben. Und meistens gibt es auch nur noch Hater, die einfach schlechte, also die einfach Kommentare über einen schreiben, die einen total schlecht machen, also einfach nur beleidigende Kommentare. Aber man muss auch unterscheiden können zwischen Hatern und Leuten, denen dein Video nicht gefällt, weil du irgendwas falsch gemacht hast, ihrer Meinung nach. Zum Beispiel, ein Hater klickt auf dein Video, disliked und geht von deinem Video längst wieder weg. Der guckt sich dein ganzes Video nicht mal an, ein Hater. Aber jemand, der sich dein ganzes Video anguckt und meint, du hast im Video was falsch gemacht und dann ein Dislike gibt, das ist kein Hater, sondern derjenige, der übt nur, sage ich mal, Kritik an dir aus, weil ihm was nicht gefällt. Das heißt nicht, dass er automatisch Hater ist. Aber wenn er dadurch zum Hater wird, wenn er sich dann also im nächsten Video erst gar nicht gibt, sondern einfach nur disliked, dann wird dieser Mensch auch zum Hater. Und dann gibt es eben noch die Hater, die Kommentare schreiben. Und zwar kann man die aber ganz einfach blockieren, also weil die meisten Hater abonnieren dann einen auch, dass sie kein Video verpassen und jedes Video haten können. Doch wenn man Hater die Kommentare schreiben, verraten sich irgendwie auch, wenn man sie, denn man kann sie dann auch blockieren. Sie können trotzdem Bewertungen geben, aber eben keine Kommentare mehr schreiben. Aber dann gibt es noch, ich mag ehrlich gesagt die Hater, die Kommentare schreiben, lieber, denn dann weiß ich zumindest, wer mich hatet. Sondern, aber ich finde es zum Beispiel echt scheiße, weil den Hater, den wir haben, wir haben, bevor wir ein Video liken, immer zuerst einen Dislike. Unglaublich, aber wahr. Das erste, was wir bekommen, ist immer ein Dislike. Und das finde ich extrem traurig. Und derjenige soll doch mal in die Kommentare schreiben, falls er jetzt noch dran ist. Soll er doch mal in die Kommentare schreiben, was an uns so schlecht ist und warum er das eigentlich tut. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Von mir aus gerne weiter haten. Aber es würde mich persönlich sehr interessieren, warum er uns hatet. Denn es gibt Hate-Kommentare, wo man verspottet wird, oder es gibt konstruktive Kritik. Und zwar, wenn zum Beispiel einer schreibt, ja, du hättest das und das anders machen können, das hast du nicht so gut gemacht, das und das gehört anders, und dann disliked er eben auch. Okay, aber dann gibt es auch noch die, hey, du bist voll scheiße, du Spaß, deine Videos sind schlecht, mach mal was anderes, geh sterben. Ja, das, Leute, sind Hater. Und zwar, im Endeffekt kann man gegen Hater nichts tun, aber ich würde euch empfehlen, beachtet sie einfach gar nicht. Nur ist es halt bei Kanälen wie uns, zum Beispiel, wenn man wirklich nur wenige Likes hat, ist das, wenn man dann einen Dislike hat, ist das schon extrem traurig. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr zu reden, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Damit wollte ich auch eine Anspielung drauf machen, eben, dass wir den Hater haben. Aber wenn ihr auch Kanäle habt, die gehatet werden, denkt einfach gar nicht drüber nach. Versucht am besten herauszufinden, wer es ist, und ihn umzustimmen. Das versuchen wir auch. Wir haben auch schon ein paar Verdächtige. Ich will jetzt keinen Namen nennen, denn ich will jetzt wieder, ich erzähle es doch noch ein bisschen weiter. Und zwar muss ich auch was zugeben. Ich habe eine Zeit lang eine bestimmte Person sehr lang gehatet. Und zwar tut mir das jetzt auch ein bisschen leid. Und die Person will ich jetzt nicht nennen, denn die Person hat uns dann auch zurückgehatet. Mit der Person sind wir noch immer nicht so ganz im Klaren. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber ich habe außerdem noch wen anders gehatet, das kann ich aber sagen, denn ich war ein riesiger SpongeBob-Hater. Und ich habe mir seine Videos auch gegeben, also beim Julians Blog Battle. Ich habe mir die ganzen SpongeBob-Videos öfters angehört, weil sie gar nicht so schlecht waren. Aber ich habe zum Beispiel auch zu Fortune geholfen, deswegen habe ich SpongeBob gedisliked. Ist das jetzt Hate? Ich glaube nicht, weil ich habe jetzt drei Kanäle und ich habe ihn mit allen drei Kanälen gedisliked, aber ich glaube, das ist jetzt kein Haten.
das ist nur, das war nur, weil ich Sponge zur Fortune geholfen habe. Aber ja, ich muss sagen, es werden auch leider Gottes immer mehr Hate auf YouTube. Und auf YouTube gibt es auch immer mehr Streit. Das beunruhigt mich auch ganz schön, denn ich finde, YouTube ist eigentlich das einzig wirklich gute Videonetzwerk. Ich würde keine andere gute Videoplattform finden, auch wenn Google gerade dran ist, YouTube total zu zerstören. Aber da spielen wir auch dagegen, denn ich glaube, YouTube wird sich erholen und YouTube wird wieder besser werden, sage ich mal. Und wenn YouTube untergeht, dann gibt es ja auch noch andere Plattformen. Aber wie gesagt, lasst euch von Hatern nicht beunruhigen. Und ganz wichtig, gebt nicht wegen Hatern auf. Hater wollen euch nur dazu bringen, dass ihr mit eurem Kanal aufhört, mit YouTube aufhört und euch verpisst von YouTube. Das wollen Hater. Aber das wollen wir nicht. Und deswegen beende ich dieses Video jetzt auch. Und ich würde sagen, lasst mal einen Kommentar da, was ihr zu dem Thema haltet. Und gebt ja auch mal vielleicht eine Bewertung, vielleicht auch eine negative Bewertung, falls ich einen Blödsinn gesagt habe oder so. Und ganz wichtig, schreibt mir bitte Themen fürs nächste Mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.